Ja, Gen AI ist so ein Überbegriff, ne, für Generative AI, also AI, die irgendwas produziert. Das wurde vor einiger Zeit bekannt, vor allem mit sogenannten Large Language Modellen, die dann eben Fragen beantworten. Deswegen war das auch einer der Gründe, warum AI in der breiten Bevölkerung bekannt wurde, weil da interaktiv was passiert. Wo die Richtung dahin geht, ist im Endeffekt, dass man nicht nur Texte analysiert und dann neue Texte produziert, sondern eben das sogenannte, den multimodalen Ansatz da verwendet. Das heißt, nicht nur Texte, sondern auch Bilder und Videos analysierbar macht. Man kann zum Beispiel fragen, ist in diesem Video eine bestimmte Person aufgetreten und wann und was hat sie gesagt, und kriegt dann die Antwort entsprechend. Das heißt natürlich, dass wir durch die Integration von solchen Medien dann auch mehr Leistung benötigen für das Trainieren sogenannter Gen-AI-Modelle und auch für das Inferencing. Und da kommen wir wieder darauf zurück, dass wir die richtige Leistungsbandbreite anbieten für Training, in diesem Fall eben dann Tintel Gaudi Architekturen, die dann das Training unterstützen, auf der anderen Seite eben auch Lösungen für das Inferencing bei den Gen-AI-Anwendungen, wie zum Beispiel unsere Intel Xeon CPUs.